So, was? Ach so, Captain verdient. Captains Plaketten, Achievements, Waffensysteme und. Ich verstehe. Hier ist unsere Währung. Das ist unser Schiff. Yeah. Damit wir uns nicht so einsam fühlen, können wir jetzt ein paar... Lass mich doch mal spielen. Hör doch mal auf jetzt. Na, wie... Nehmen wir ein paar Landscapes mit ins Weltall. Ganz recht, ich bin wahnsinnig geworden. Oh, da drüben sind irgendwelche Tiere von unserem Planeten. Mitnehmen. Einen Baum nehmen wir auch noch mit. Die Riesenkerle nehmen wir auch mit. Die wilden Landscapes auch. Alles in den Laderaum. Das kommt auf den neuen Planeten. Und jetzt heben wir mal ab. Tada, unser Sonnensystem. Da ist unser Mond. Ein Gasriese. Osis. Unbekannte Asteroiden. Moment, aber Yosaik, wo ist denn bitte Yosaik? Das soll doch angeblich ein Planet hier in unserem System sein, oder? Fliege zum Planeten Yosaik. Ich finde kein Yosaik. Ach, warte mal, da außen ist auch noch einer. Den habe ich ganz übersehen. Auf nach Yosaik. Und reinzoomen. Ich empfange ein Signal. Da ist was auf dem Schiffsradar. Ein abgestürztes Schiff scheinbar. Moment, wir haben doch sogar in prähistorischen Zeiten auf unserem Planeten abgestürzte Raumschiffe gefunden. Ein abgestürztes Raumschiff, ein seltsames Funksignal, fliegt dorthin und benutzt das Scannerwerkzeug. Okay, ich versuche gerade mit der Tastatur hier zu steuern. Ah, hier haben wir es. So, jetzt muss ich mal nochmal gucken. Da ist unser Laser, unser Radar. Scannen. Außerirdische, aber kein Lebenszeichen. Sieht aus, als hätten sie vor dem Tod noch irgendeine Art verschlüsselte Landkarte gezeichnet. Moment, das Wrack hat einen Transportstrahl aktiviert. Mehrere Objekte wurden an Bord geholt. Raketen und ein interstellarer Antrieb in den offenbar Sternkoordinaten einprogrammiert sind. Der Schaden am Wrack scheint von einem Kampf herzurühren. Das Schiff sollte wahrscheinlich für einen anderen Planeten Hilfe holen von Amara. Hat es aber nicht geschafft. Okay, wir haben jetzt kleine Photonraketen und Minilaser. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Kolonisieren können wir noch nicht. Auch Terraform haben wir noch nicht. Aber ich pflanze hier mal ein paar Bäume. Oh oh. Aber hier sind doch schon Bäume. Warum kann hier die Baumspezies nicht überleben? Dann pflanze ich mal ein paar Büsche. Du hast die Atmosphäre und die Temperatur stabilisiert. Die platzierte Pflanze ist nun Teil des Futternetzes. Diese Pflanze... Okay, cool. Dann pflanzen wir noch mehr davon. Die Spezies gibt es hier bereits. Ach so, ich verstehe. Trotzdem pflanze ich hier noch ein bisschen was. Ich will den Planeten noch kolonisieren, wenn wir schon hier sind. Komm, pflanze mir noch ein paar Büsche. Oh, die kann hier wieder nicht leben. Ah, warum denn nicht? Die Nuggets wahrscheinlich leider auch nicht. Nee. Tut mir leid, Nuggets.
dachte, so kleine Büsche könnten hier vielleicht leben. Na, vielleicht auf einem anderen Planeten. Dann setze ich jetzt unsere Landsquids mal hier nicht ab, sonst sterben die sofort. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Ich muss zurück. Obwohl, muss ich nicht unbedingt, weil ich verlasse jetzt das Sonnensystem. Der interstellare Antrieb des Racks, der Sterne in der Nähe, der zu den Koordinaten des Speichers passt. Das muss ihre Heimatwelt sein. Vielleicht brauchen sie immer noch Hilfe. So, ist gleich der Nachbarstern. Das ist praktisch. Dann fliegen wir doch da mal hin. Ahne 8. Okay, schauen wir mal. Ein T2-Planet, der kann tierisches Leben beherbergen. Und ich empfange ein Signal. Da ist was auf dem Schiffsradar. Eine Stadt. Aber die sieht nicht mehr gut aus. Ich glaube, die kann man nicht mehr essen. Würde ich lieber entsorgen. Zu spät. Ruinen sind alles, was von der Heimatkolonie der Außerirdischen aus dem Wrack noch übrig ist. Ein Scan der Ruinen gibt uns vielleicht Hinweise darauf, was passiert ist. Werkzeuge scannen. Der Scan hat nichts ergeben, aber ein Reaktor hat er zu, hat, der Reaktor hat eine, ein Reaktor, aber ein Reaktor hat er trotzdem ausgelöst. Was eine Reaktion. Deswegen macht der Satz keinen Sinn. Wir haben da irgendeine Aktivität auf dem Radarschirm. Oh oh. Der Scanner muss die Verteidigungsanlagen der Kolonie aktiviert haben. Diese Drohnen wirken nicht sehr freundlich. Moment, da kommt ein Funksignal rein. Warnung, Eindringling, der Grox entdeckt. Grox, alle Grox-Eindringlinge werden vernichtet. Grox? Interstellare Verteidigungscode Grox 999, alle Grox-Eindringlinge werden vernichtet. Warnung, alle Grox-Eindringlinge werden vernichtet. Zum letzten Mal, was ist denn ein Grox? Wir werden es nie erfahren, aber wir müssen kämpfen. Sicherheitsdrohne, Attacke! Laser! Torpedo! Okay. Das Kämpfen ist ein bisschen komisch. Man hätte hier so viel irgendwie schöner und besser machen können, aber hey, sie haben es versucht. Es war ein cooles Experiment. Ah, cool. Und hier kann ich auch die ganzen Lebensarten und die Bäume scannen. Cool. So, jetzt passt mal auf. Jetzt werden wir hier mal ein bisschen unseren Frachtraum auslernen. Hier können doch jetzt bestimmt Büsche leben. Hm? Verstehe ich nicht. Warum kann ich denn hier nichts platzieren? You can't use the system. Auf dem Planeten hier nicht, oder wie? Dann habe ich einen neuen Plan. Ich verstehe schon, ich brauche Gräser, Büsche, Bäume. So funktioniert das. Also, brauche ich nochmal meinen Traktorstrahl? Ah, den kann ich ja auch nicht benutzen. Na gut. Das ist ein Tutorial-Cheater-System, in dem darf ich gar nichts machen. Fliege ich mal nochmal zurück. Ach Quatsch, ich will ja eh zu unserem Heimatwelten-Ding. Ach, ich muss gar nicht ranzoomen, merke ich gerade. Warte mal, ich kann wieder rauszoomen. Ich muss nur im Orbit sein hier und kann schon mit denen kommunizieren. Mission ausgeführt. Wir wussten, dass wir nicht alleine in der Galaxie sind. Spuren einer untergegangenen Zivilisation, feindliche Sicherheitsdrohnen und die Grox. Es ist offensichtlich, dass wir unsere Erforschungen der Galaxie weiterführen und uns auf mögliche Feindseligkeiten vorbereiten müssen. Dazu brauchen wir Kolonien als Operationsbasen. Unsere Wissenschaftler sind bereits dabei, einen interstellaren Antrieb zurückzuentwickeln. Außerdem haben wir für dein Schiff ein CT-Gerät entworfen.
Es fängt Signale anderer intelligenter Wesen in der Galaxie auf, wenn du Sterne damit anvisierst. Captain, wir brauchen dich im Cockpit unseres Raumfahrtprogramms. Ich bin dabei. Okay. Wir müssen unser Reich und unseren Wohlstand vergrößern, indem wir auf anderen Planeten Kolonien errichten und Rohstoffe fördern. Wir haben einige Freiwillige dazu verpflichtet, mit dem unfassbar effektiven Kolonie-Umfassbar-Paket zu arbeiten, das wir auch deinem Kolonisierungswerkzeugkasten hinzugefügt haben. Unsere Astronomen haben das Himmelszelt beobachtet und bewohnbare Planeten ausfindig gemacht. Oder einen. Er heißt Zakus. Okay, dann gründe ich mal eine Kolonie. Ausgezeichnet, eine Kolonie zu platzieren ist ganz einfach. Nach dem Flug zum Planeten Zakus wählst du das Koloniewerkzeugsdingsbums im Werkzeugkasten aus, platzierst die Kolonie, fertig, bum bum. Okay, das reicht, bis dann. Da hinten. Ach nee, warte mal. Da ist Intelligenz. In Asioste ist Intelligenz. Und unser Ziel ist das Zentrum. Irgendwann mal. Das ist schwer und in ferner Zukunft. So, jetzt warte mal. Ich brauche jetzt den Planeten Zakus. Der Planet befindet sich im Vesne-2-System. Ah, das ist das da. Planeten in grünen Umlaufbahnen sind leicht zu terraformen und zu kolonisieren als Planeten mit roten oder blauen Umlaufbahnen. Aber der hat eine rote Umlaufbahn. Ach so, nee, der hat eine grüne. Die sogenannte habitable Zone. Die Entfernung zur Sonne, in der Wasser flüssig ist. Kolonien können auf Planeten angelegt werden, von kargen Monden bis zu blühenden Terrascore 3 Oasen. Ich wusste nicht, ob das eine Null sein soll. ertragreiche Kolonien fordern Gewürze und so weiter. Gewürze ist cool, das ist quasi Währung für uns. Jetzt schauen wir mal, wo platzieren wir denn unsere Kolonie? Hier, hier sind ganz viele Gewürzfontänen auf einem Haufen. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Glückwunsch, dein Reich ist gewachsen. Die Produktivität jeder Kolonie hängt von ihrer Größe ab. Und die wiederum wird vom Terrascore des Planeten begrenzt. Investier erst ins Terraformen, gründe dann Kolonien und errichte Gebäude. Erreichte Gebäude. Oh Gott, ich kann gar nicht mehr reden, ey. Ich kann nicht mehr reden. So, also, wir haben jetzt hier... Und jetzt Kolonieplaner. Terrascore zu niedrig. Also, sag das doch gleich, wir brauchen quasi einen neuen Terrascore. Ach, hier kann ich mein Schiff jederzeit bearbeiten. Wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Man lernt doch nie aus. Okay, Terrascore zu niedrig. Wir erhöhen jetzt die Terrascore. Das machen wir folgendermaßen. Ich habe keine Gräser im Frachtraum, das ist doof. Wir bräuchten Gräser, wenn wir die Terrascore erhöhen wollen. Terrascore. Genau. Haben wir hier einen Planeten mit Pflanzen? Nee, leider nicht. Dann fliege ich mal heim und nehme von zu Hause nochmal ein paar Pflanzen mit. Wir brauchen vor allem Gräser. Wir brauchen aber auch Büsche. Wir brauchen auch Bäume. Eigentlich brauchen wir alles. Ich glaube, sowas habe ich schon, oder? Na, vielleicht nicht mehr. Was ist denn da hinten? Ah, das sind die Chickenbots. Die sammeln hier immer noch Gewürze. Ach, cool. Halt, stopp. Ich will euch schon mitnehmen. Wo fliegt ihr denn hin? Einen Platz hätte ich noch frei für irgendwas Neues.
Oh, Frachtraum voll. Warte mal, habe ich was doppelt? Schwer zu sagen, ich glaube nicht. Ich bräuchte mindestens noch einen Busch. Ich bräuchte noch einen Busch aus einem anderen Ökosystem irgendwie. Ah, ich glaube, ich habe einen. Okay, gut, das dürfte reichen, um das erstmal auf Stufe 2 oder so zu bringen. Jetzt reden wir nochmal mit dem. Wieder einmal ausgezeichnete Arbeit, Captain. Eines Tages wird unser Reich die Galaxie beherrschen. Wir verlassen uns darauf, dass du die Kolonie regelmäßig besuchst und die Produktion der Gewürze abholst oder die produzierten Gewürze. Unsere Wissenschaftler sind damit beschäftigt, neue Technologien zu entwickeln, um den Terrascore vom Planeten zu erhöhen. Eines Tages wird das auch unseren neuen Kolonieplaneten zugutekommen. Bis dahin müssen wir uns um dringendere Angelegenheiten kümmern. Bist du bereit, weiterzumachen? Ich bin bereit. Captain, wir haben Signale aufgefangen, die vermuten, von anderen hochentwickelten Wesen in der Galaxie stammen. Du musst mehr über sie herausfinden und den Erstkontakt herstellen. Natürlich. Mit wem soll ich reden? Deine Kurzstreckenkommunikatoren sind mit einem Universal-Dolmetscher ausgerüstet, der die Kommunikation mit allen außerirdischen Rassen ermöglicht, denen du begegnest. Natürlich. Warum sollten wir auch nicht über so eine Technologie verfügen? Wir können den Ursprung der Übertragung nicht genau bestimmen. Du musst dich also ein wenig umsehen. Sobald du interstellare Raum bla bla bla. Ich weiß schon, was wir machen müssen. Halt die Klappe. Tschüss. So, jetzt fliege ich trotzdem nochmal zu unserer Kolonie. Auch wenn er sagt, wir sollen das nicht machen. Will ich aber. Oh, aua. Mist. Der Terrascore ist so niedrig, dass nicht mal das hier überleben kann. Verdammt. Ich müsste hier, glaube ich, wirklich erstmal grundlegend die Temperatur erhöhen. Ich glaube, der Planet ist zu lebensfeindlich. Hier können wir im Grunde gar nichts machen. Wo ist denn unsere Kolonie überhaupt? Ist die auch schon wieder kaputt? Das war ja ein kurzer Spaß. Wo ist denn die wirklich? Ach, da ist sie. Der geht's gut. Wartet mal, ich lade wenigstens mal die Squids hier an. Oh Gott, ich bringe die alle um, weil ich sie zu schnell nach unten schieße. Das tut mir sehr leid. Das sind Raumfahrerunfälle. Zumindest habe ich jetzt mal die Zivilisation, die Bevölkerungsquote erhöht. Ich hoffe, die können sich jetzt alle ernähren. Na gut, dann suchen wir mal andere zivilisierte Organisationen oder so ähnlich, was? Hä? Ich habe doch vorher schon Funksignale irgendwo gesehen. Jetzt sehe ich keine mehr. Ah ja, wir müssen mit unserer Maus drauf, ganz einfach. Dann hören wir welche, wenn welche da sind. Mit unserem Superradio. Nee. Ah, da haben wir Alien-Übertragung. Okay, los geht's. Dein SETI-Gerät empfängt starke Funksignale von diesem Stern. Fliege hin und erforsche. Machen wir. Oh, cooler Planet. Oh, Raumschiff. Erpels Gleichung war korrekt. Eine lebende außerirdische Rasse. Wir sind nicht allein. Es sieht so aus, als hätten sie einen Gesandten geschickt, um dich zu grüßen und Grüße zu übermitteln. Vielleicht solltest du mit ihm reden. Öffne dein Kommunikationsmenü. Okay. Der große Rat des Kinalsreiches grüßt dich. Die sehen auch cool aus.
Wir sind erfreut, die Bekanntschaft einer anderen intelligenten Spezies zu machen. Dürfen wir bitte deine Unterlagen und Papiere sehen? Ich gehöre zur Lansquid Birdrider Spezies. Ich komme in Frieden. Der Große Rat erhofft sich einen konstruktiven Dialog. Es ist mir eine Ehre. Okay, wir können jetzt handeln, unser Schiff reparieren, unser Schiff aufladen, Mission erledigen oder Diplomatie. Handeln wir mal. Ich habe hier zwei Gewürze. Ah, ich könnte hier Kolonien bauen. Kaufen. Sind aber teuer. Zu teuer. Aber ich verkaufe euch, wenn ihr wollt, zwei Gewürze. Was sagt ihr dazu? Tschüss, leb wohl. Achso, warte mal, von wegen leb wohl. Stimmt ja noch gar nicht. Lass uns nochmal kommunizieren. Sei gegrüßt, schön dich zu sehen. Habt ihr eine Mission für mich? Wenn du im Namen des Großen Rates eine Mission erledigst, ist das ein Schritt in die Richtung interstellare Freundschaft zwischen unseren Völkern. Ich will eine Aufgabe. Hast du eine Aufgabe? Der Rat hat von seinen Botschaftern auf Fell erfahren, dass dort Hilfe benötigt wird. Wir würden dich gerne für diesen Job anheuern. Bist du an der Arbeit interessiert, bei der du vielleicht auf die Planetenoberfläche musst? Erzähl mir mehr darüber. Das Kommando über dein Raumschiff macht nur die Hälfte der Verpflichtungen als Weltraumkapitäns aus. Die andere Hälfte erfordert taktisches Geschick auf der Planetenoberfläche und du wirst mit deiner Mannschaft das Raumschiff verlassen und dich auf Planeten hinunterbeamen müssen. Hinunterbeamen? Unsere Wissenschaftler haben dein Schiff mit unserem Teleportermaschine ausgestattet. Ich habe doch eh schon so eine Art Traktorstrahlding, das wäre doch gegangen. Dich und deine Mannschaft hinunter... Ich glaube, ich habe keine Mannschaft. Damit du dort Planetenoberfläche, bla bla bla. Ein Abenteuer, ich bin dabei. Sobald du auf Fehl ankommst, kannst du auf den Planeten runterbeamen. Zuvor hast du die Gelegenheit, dein Außenteam auszurüsten. Bei manchen Abenteuern kannst du Mitglieder deines Gewanders runterbeamen, Geschwaders. Kehre nachher lang, verstanden. Aber ich würde gerne mal auf euren eckigen Planeten. Ist der, wenn ich runtergehe, immer noch so eckig? Nee, leider nicht mehr wirklich. Dann wird er rund. Schade. Das hätte ich lustig gefunden, wenn der echt so Kanten hätte. Hat er aber nicht wirklich. Darf ich von eurem Planeten ein bisschen was mitnehmen? Ich könnte ein paar Büsche und so brauchen. Okay, danke. Ich hau dann wieder ab. Oh, warte mal. Was ist denn da? Irgendwas ist hier auf dem Mond. Seltsames Scanmuster. Wir fliegen mal näher ran und schauen mal, was dieses seltsame Scanmuster ist. Wir empfangen was. Ein seltsames Objekt auf dem Planet geortet. Ein winziger, kleiner Kristall. Dingens. Die Galaxie ist voller seltener Objekte, Statuen und Fossilien. Eines der einzigartigen Sammelobjekte befindet sich also hier. Und dafür kriegen wir dann Spore-Dollar. Na gut, okay. Wahrscheinlich muss ich das aber an Bord beamen, oder? Wow. Jo. Wir sollten echt weg von hier. Irgendwie tut der ganz schön weh. Unsere Schilde sind schon ganz schön kaputt wegen den ganzen Fontänen und so. So, wo sollen wir jetzt hin? Da sollen wir hin. Gut. Sind wir hier richtig? Die sind gerade mal in der Zivilisationsphase. Oh Gott, die werde ich jetzt ganz schön schocken mit meiner Anwesenheit. Die Froschleute hier. Besuche Wat Tego auf dem Planeten Fell. Ah, da ist der Planet Fell. Schauen wir mal.
So wird man Weltraumkapitän. Bei einem kurzen Besuch in dem Weltraumhafen wirst du lernen, wie wichtig Abenteuer in der Weltraumphase sind. Du wirst erfahren, wie man Abenteuer annimmt und durch die Ränge aufsteigt und irgendwann der größte Weltraumkapitän der Galaxie zu werden. Oh, bis Sigma Flirtner. Das sage ich auch immer. Gehen wir mal zum Ausrüster. Hallo, Kater. Oh, Miss Sigma Flirt Nerd. Flobrasert a Flumberder. So reden die. So ein bisschen wie die Sims, ne? So. Okay, cool. Jetzt haben wir. Jetzt haben die Sachen, nämlich die wir denen angezogen haben, Werte. Jetzt muss ich ihnen erstmal den Großteil wieder wegnehmen. Weil wir sind jetzt natürlich in der Weltraumphase. Da ziehen wir natürlich ganz andere Sachen an. Okay, die Goldringe bleiben. Ja, hallo. Hallo, Kater. Was ist denn? Ich habe hier einen Kater, der unbedingt auf meinem Schoß sitzen will. Wartet mal, der ist wieder ein Kabel verwurstelt. So, okay. Braver Kater, hier bleiben. Ich kann den Rucksack da hinten irgendwie nicht packen. Der ist anscheinend fest verwachsen. Da war kurz. Ja. Weil die statten wir jetzt mit besseren Sachen aus. Der Helm gefällt mir. Ich glaube, der bleibt. Jetzt schauen wir mal. Also, das wären die besten Helme, die wir zur Verfügung haben. Wir sind jetzt immer ein Weltraum-Captain. Wir sollten uns eine Weltraum-Captains-Mütze aufsetzen. Über unseren schönen Mittelscheitel. Halt, stopp, falsch. Oh, das ist auch nicht schlecht. Das ist gut, der ist schön groß, dann können wir da noch was raufpacken. Oh, vielleicht. Es geht nicht. Der Helm hier passt so perfekt zu dem Hühnchen. Ich kann den nicht durch irgendwas anderes ersetzen. Er ist einfach zu perfekt. Zu perfekt, das geht nicht. Ein Chatpack, das wäre doch cool. Vielleicht können wir den Huhn hier hinten zwei Chatpacks montieren. Vielleicht ein bisschen kleiner. Es kann sein, dass wir dadurch wirklich fliegen können. Ich weiß es nicht. Warte mal, das sind noch die Fähigkeiten, die wir aus der Kreaturenphase haben, oder? Ha. Haben die dann vielleicht doch keine Eigenschaften, die Dinger hier? Vielleicht ist es doch kosmetisch, aber ist ja okay. Darf es ja sein. Haben die wahrscheinlich doch noch keine echten. Ja, wir machen eine Turbine auf seinen Helm. Das ist gut. Oh yeah, jetzt sieht er aus wie ein Kampf-Mac, mein Huhn. Cool. So, ich will das eigentlich nur, dass ich eine Fläche habe, wo das wir hier. Die sind halt wirklich schon, ne? Die Hühnchen sind inzwischen Cyborgs. Nicht mehr nur einfache Hühner. Überhühnliche Superhühner. So, da hinten kommt noch ein Zopf ran. Die Landsquids sind besonders stolz auf ihre puscheligen Haare überall. Können wir eigentlich da hinten noch ein Haarding rankleben, damit der Hinterkopf verdeckt ist? Nee, ist egal. Oh, das finde ich eigentlich gut. Aber jetzt sieht man die Augen gar nicht mehr, oder hat er die Augen zufällig gerade geschlossen?
Nee, die sieht man doch gar nicht durch, aber das ist komisch. Ach so, man sieht da echt die Augen nicht mehr. Ach, das finde ich schade. Wenn da ein Loch für die Augen wäre, hätte ich es cool gefunden. Aber vielleicht kriegt unser Hahn falsche Augen hier. Yeah, Roboteraugen auf dem Centurio-Helm. Das finde ich gut. Wie gesagt, Cyborg-Hühner. Neue Technologiestufe. Gefällt mir aber gar nicht, so wie es jetzt aussieht. I don't like it. Warte, wenn es ein bisschen versinken würde hinterm Helm, aber nicht so stark. Perfekt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Nein. Vielleicht muss der Helm doch weg. Na komm. Das finde ich eigentlich ganz cool. Finde ich eigentlich echt ganz cool. Vielleicht kommt auch der... Nee, das war nix. Der bleibt da, wo er ist. Sieht ein bisschen komisch aus, das Ding da. Muss das so dick sein? Gibt es das nicht in dünner? Ich befürchte nicht. Captain, mein Captain. Glubschäugiger. Irgendwie gefällt es mir. Irgendwie finde ich es gut. Hätte ich nicht gedacht, aber das lassen wir so. So, und hier haben wir extra spezielle Captain-Sachen. Oh, noch nicht. Die müssen wir erst noch freischalten. Dann lassen wir jetzt unseren lächerlichen Cyborg-Vogel und unseren noch lächerlichen Captain mal, so wie er jetzt ist. Ah.